Am Ostersonntag treffen die Krefeld-Pinguine auf die Augsburger Panther. Krefeld mit 8 Niederlagen in Folge im Gepäck. Möchte zumindest mal wieder positive Nachrichten schreiben. Und für Augsburg geht es um die Teilnahme an den Playoffs. Rein in die Partie. Krefeld von rechts nach links mit der ersten Möglichkeit durch Brad Olsen. Aber spitzer Winkel, kein Problem für Markus Keller im Tor der Gäste aus Augsburg. 5. Spielminute, erste große Möglichkeit dann für die Augsburger. Und die machen es gut, die machen es sogar sehr gut. Treffen zum 1:0 durch Jaroslav Hafenrichter. Aber klasse auch die Vorarbeit von Drew LeBlanc. Und dann hat Sergei Belov im Tor der Krefelder keine Abwehrmöglichkeit mehr. Ein frühes Tor also für Augsburg, die dann nachsetzen und die Möglichkeit haben durch Christo. Aber da nur den Pfosten treffen. Etwas Glück für Belov in dieser Situation. Clark Donatelli, der Coach der Pinguine, hat keinen leichten Stand bei all den Niederlagen des Tabellenletzten. Im zweiten Drittel dann die erste Möglichkeit aber für die Pinguine. Schöner Pass von Alexander Blank auf den Verteidiger Daniel Walitow. Aber Markus Keller ist auch da auf dem Posten. Krefeld zu offensiv in der Phase und dann gibt es den Konter. Und Scott Valentine scheitert an der Latte der Ex-Krefelder. Etwas zu genau gezielt. Und auch da wieder nach dem Pfostentreffer aus dem ersten Drittel Glück für Belov bei diesem Lattentreffer. Wieder ein Spielaufbaufehler der Pinguine. Aber auch Michael Clark kann die Chance nicht nutzen von Payal. Angespielt, der wieder zurück im Team ist. Adam Payal mit dem Auge für Clark. Es bleibt beim 1:0 für das Team von Trainer Trey Tuomi. Im letzten Drittel Augsburg mit der ersten Möglichkeit. Christo, der aber relativ deutlich verzieht. Die Panther mit der guten Möglichkeit in der Tabelle Druck auf den Tabellenvierten auf Schwenningen zu machen. Dazu muss es aber eben den Sieg geben. Knapp 8 Minuten noch zu spielen in dieser Partie. Dann kommt TJ Trevelyan und dann ist McClure da. Und der nutzt den Rebound zum 2:0. Wichtiger Treffer für die Augsburger in dieser nicht ganz einfachen Partie, die auf keinem guten Niveau ist. Aber am Ende geht es eben um die schmutzigen Tore. Und das erzielt McClure hier. Dann sind noch 6 Minuten etwa auf der Uhr und Augsburg versucht es erneut, noch einen nachzulegen, die Chance hier. Aber Sergei Belov, vielleicht der beste Krefelder an diesem heutigen Ostersonntag bei den Pinguinen. Von Krefeld kommt nicht mehr so wahnsinnig viel nach vorne. Dann geht der Puck verloren. TJ Trevelyan nutzt die Geschichte und macht den Deckel drauf. Das 3:0. Erst bleibt er noch hängen mit dem Schuss, aber dann netzt er ein. 3:0. Augsburg gewinnt in Krefeld. We coming here and we know it will be hard play, hard game. So we just stick with the plan and do what we got to do. Schwierig zu sagen. Ich denke, wir haben heute auch nicht gut gespielt. Wir haben es zwar lange offen gehalten, aber zufrieden können wir mit der Leistung auf keinen Fall sein. Augsburg kommt den Playoff-Plätzen wieder ein Stück näher und für Krefeld ist es die 9. Niederlage in Folge. Alle Spiele der Penny DEL live, nur bei Magenta Sport.